Grüezi miteinander und hallo zusammen. Mein Name ist jetzt neu Max Mustermann. Und für unsere Sendung braucht ihr keine Idee. Haha, nein. Ich begrüße euch zum Entdeckungsspezial. Ja, Michi. Fabio Celestini ist nicht mehr Trainer beim FCL. Wie hast du reagiert, als du das gehört hast? Ja, Raffi, ehrlich gesagt noch gar nicht. Nein. Ja, Raffi. Aber irgendwie haben wir es erwartet. Irgendwie hat es keinen anderen Ausweg mitgegeben. Keine andere Möglichkeit mitgegeben. Also, ja, schlussendlich. Pah. Ja, das war der einzige gangbare Weg, den es jetzt noch gegeben hat. Weil, sind wir ehrlich, eine Besserung oder noch Besserung hat es jetzt auch nicht ausgesehen. Nach dieser Nazi-Pause. Oder hast du Punkte gesehen und Anhaltspunkte? Oder hast du sagen, hey, nein, die Chance hat er jetzt immer noch verdient? Ja, also für einen sind wir ja wirklich lang mal hinter dem Trainer gestanden und haben nicht von Anfang an irgendwie nach einer Trainerentlassung geschrauen. Nur, rollen wir das mal kurz auf mich. Ich meine, wenn du die letzten Wochen Interviews von Celestini angelost hast, einfach von wegen, ich habe jetzt einen Cup geholt, also einen Pokal gewonnen in der Schweiz, ich bin jetzt bereit für eine Top-5-Liga. Mir ist eigentlich quasi egal, was der Verwaltungsrat oder der Sportchef irgendwie miteinander verhandelt, oder? Dass ihm das so egal ist. Da muss man sagen, da ist irgendwie jede Hilfe, so mir leid, dass man muss sagen, das ist schon irgendwie, kommt dort spät. Respektiv, ich habe in diesen Interviews nie ein klares Bekenntnis zum FCL gehört. Und wenn er jetzt noch ein bisschen weiter zurückgeht, oder? Habe ich auch rausgehört, dass seine Unzufriedenheit auch daher kommt, dass der FCL ihm eigentlich nie eine Frage abgeht, nachdem er mit dem FC Basel oder mit der IB geredet hat, oder? Ja, was so sehe ich es auch. Und Raffi, du hast es jetzt schon angesprochen. Für mich ist das Hauptproblem im Moment nicht einmal, oder am Schluss, nicht einmal gewesen, dass die Leistungen und die Resultate auf dem Match, also auf dem Feld nicht mehr gestimmt haben. Sondern die Interviews, die eigentlich öffentlich zur Schau gestellte, wie sagt man dem, Unzufriedenheit von Celestini in diesen Interviews, die sind erschreckend gewesen. Und eigentlich, ja, für alle Bemühungen, die der FCL unternommen hat, um ihm so ein Wohlfühlnest, eine Wohlfühloase dort zu schaffen, beim FCL, oder? Mit seinen eigenen Assistenten und so, die er hat dürfen dazu holen. Man hat wirklich alles gemacht, dass es ihm gut geht. Man hat sogar eine neue Rasenlosrolle auf dem Trainingsfeld. Ja, yeah. Aber alles für ihn. Und irgendwo ist halt dann in diesen ja, Interviews aus meiner Sicht sogar eine Art Undankbarkeit ersichtlich. Und spätestens dann, wenn ein Angestellter nicht mehr so dankbar ist, seinem Arbeitgeber gegenüber, dann muss man sich fragen, ist der noch am richtigen Ort? Und ja, allein mit diesen Äußerungen, Raffi, hat er sich für mich eigentlich außen vorgestellt. Es ist, ja, jetzt der Match hier in Lugano. Ich glaube, da halt noch, dass das Tröpfchen war, das halt auch im Vorstand das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber der Hauptpunkt sind die Äußerungen gewesen, meiner Meinung nach, die sehr, sehr unglücklich waren. Und ja, unter den Umständen eine Weiterbeschäftigung eigentlich, ja, gar nicht mehr zugelassen haben. Und ja, auf eine Art ist es schade, weil eben, Raffi, wir haben mit ihm den Göpsi geholt. Aber eben, durch das fühlt er sich jetzt berufen für eine höhere Liga anscheinend. Und, auf dem Weg wünschen wir uns natürlich viel Glück, dass es so bald wie möglich das Engagement bekommt in einer von diesen Top 5 Ligen. Oder siehst du das anders? Ja, also das erste Mal muss ich auch sagen, es ist gut und recht, ja, wir haben den Club mit ihm geholt. Absolut geniale Sache. Aber es ist schon alles so, dass man sich jetzt in letzter Zeit ein bisschen noch von dem Cup-Sieg blenden lassen hat. Dass man vielleicht so zu lange ihm festgehabt hat. Eben, und wie du es gesagt hast, nach seiner Äußerung, mit was hat man ihn entlassen? Mit Recht. Es tut mir leid, ich kann das nicht anders sagen. Also, viele haben noch an den Turnaround geglaubt, aber irgendwie habe ich gesagt, ist der Glaube selber nicht mehr rum gewesen, wenn man ihm zugelassen hat, dass er da irgendwie so für den FCL noch etwas Führung hat. Ja, jetzt frage ich dich, Michi. Wie viel Verantwortung hat in dieser Situation auch der Sportchef? Gute Frage.
Es ist natürlich jetzt ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, Raffi. Man hat ja jetzt im Sommer lang, eben wegen Vertragsverlängerung etc. Man hat Unverständnis gehabt, dass der Vertrag nicht schon längstens verlängert worden ist. Jetzt hat man ihn verlängert und steht, ja nicht einmal ein halbes Jahr später, eigentlich wieder von der Situation, man hat langjährigen Vertrag oder langfristigen Vertrag gemacht mit dem Trainer und stellt ihn jetzt auf die Straße, muss noch die eineinhalb Jahre oder was es noch sind, Abfindung zahlen. Und ja, ich weiß nicht, inwiefern dass man dort dem Remo Meier kann Schuld geben kann, weil gefordert ist die Vertragsverlängerung von vielen Seiten worden. Ich glaube, dafür, wenn ich mich düster mag daran erinnere, haben auch mir gesagt, warum ist der Vertrag nicht verlängert worden. Aber vielleicht, Raffi, vielleicht hat sich die Vertragsverlängerung eben aus solchen Gründen in die Länge gezogen oder verzögert, weil der Remo gemerkt hat, ja, der Fabio will der überhaupt noch 2,5 Jahre da bei uns oder 2 Jahre oder langfristig bei uns bleiben? Kann ich ihm so einen Vertrag geben? Ist er so lange zufrieden, dass er sich die Gedanken gemacht hat? Das würde für den Remo Meier sprechen, wenn es so gewesen wäre. Wenn er jetzt aber verlängert hat, ist es aus dem öffentlichen Druck gewesen oder aus eigener Initiative? Und wenn es aus eigener Initiative gewesen ist, dann muss man schlussendlich sagen, jetzt hat er ja den wievielten Trainer, den er geholt hat und sich dann als Schuss ins Knie, würde ich jetzt gerade nicht sagen, weil der Köpsig ist halt gleich noch da. Aber ja, wo doch am Schluss eine Stange Geld kostet. Und kannst du aus der Pflicht nehmen, denke ich, Raffi, darf man ihn nicht. Ja, grundsätzlich ist es aber so, Michi, dass viele auch sagen, es seien Fehleinkäufe wie ein Badstuber, wie ein Gentner, wie ein Don Joni, der ständig auf der Bank hockt, oder jetzt ein Farkas. Ich finde, ja, ich finde selber, der Remo Meier hat sich super gemacht, super entwickelt als Sportchef. Ich bin einer von den Kritikern gewesen, von ihm schon früher. Aber auch dort habe ich eingestehen müssen, er hat sich sehr gemacht, sechs sprachlich, Kommunikation. Er hat ja auch früher Transfers geholt. Ich frage mich jetzt einfach, wie sehr hat er und der Fabio zusammen die Transfers wollen, oder? Ich meine, schlussendlich muss er den Trainer mit dem Zeug zusammen arbeiten, der Sportchef den dir vor die Nase stellt. Und, aber grundsätzlich gleich, eben, wenn dir dann der Sportchef merkt, der Trainer will gar nicht mehr. Also man jetzt, muss sagen, es ist zu spät gehandelt worden. Das ist sicher eine Frage, die auch an euch gerichtet ist. Also ganz so aus der Verantwortung kann man jetzt nicht nehmen. Aber er hat sicher vieles gar nicht so schlecht gemacht. Eben, ich sage jetzt zum Beispiel mal eine Vertragsverlängerung von Ugrinic. Die ist sicher wichtig gewesen. Es gibt noch andere Vertragsverlängerungen, die jetzt eigentlich müssten mal zum Thema kommen, wie der Schulz. Eben, nicht vergessen, denn im Winter ist das letzte Mal, dass man Geld verdienen kann mit ihm. Je nachdem ist das noch eine andere Geschichte. Ja, jetzt stehen wir wieder mal ohne Trainer da, Michi, Knall auf Fall. Und dürfen jetzt gleich mal anfangen spekulieren. Was gehen die so für Namen durch den Kopf? Ja, Raffi, also zuerst denke ich, kommt jetzt mal ein Interimstrainer. Wahrscheinlich, damit man eben ein bisschen Zeit hat, um die Evaluation zu machen von einem neuen Trainer. Ob es das bis zur Winterpause geht, früher schon der Fall wird sein, das weiß ich nicht. Wird aber wahrscheinlich so sein. Und dann, ja, wer kommt da in die Grenze? Es ist der Schweizer Markt, ist schon überschaubar. Und Raffi, ich habe eben schon das Gefühl, es braucht einen Trainer, der den Schweizer Markt oder die Schweizer Liga könnte, wo er gerade einsteigen kann und zack, los geht's. Und als erster Name fällt mir dort schon der Bruno Berner ein. Ehemals Kriens-Trainer, jetzt aber angestellt beim Verband. Der Hogan dürfte wahrscheinlich sein, dass er, ich weiss nicht, so schnell beim Verband vielleicht gar nicht raus kann. Das wird sich weisen. Aber Bruno Berner, das wäre so mein erster Gedanke, mein erster Name, wo mir in den Sinn kommt. Hast du noch andere Namen? Du hast es vorher angesprochen, Michael. Bruno Berner ist eigentlich ein bisschen, glaube ich, von vielen so in der Pole Position als Trainer. Nur stellt sich jetzt die Frage, muss man ihn rauskaufen vom Schweizer Fußballverband? Kann man ihn rauskaufen? Wie teuer kommt das? Oder es hat schon ein paar so auf den sozialen Medien gesagt, was ist teuer, der Bruno Berner oder der Abstieg in Kauf zu nehmen?
sind wir natürlich jetzt noch weiter weg davon. Ja, es geistern noch andere Namen natürlich um, wie zum Beispiel ein Raffi Wicki, ein Alex Frey. Wobei beim Alex Frey, Michi, muss ich natürlich schon sagen, Haifisch Becki hat er seiner Zeit gesagt, ist nach seiner Zeit beim FCL kurz vor einem Burnout gewesen. Wie das könnte so jetzt als Trainer beim FCL funktionieren, weiß ich nicht. Was ich eigentlich schon gehört habe, ist, dass er auch nicht auf einer Wellenlänge war beim FC Weil. Weil hat ihm nicht das können bieten, was er vielleicht sich vorgestellt hat. Und darum ist das dort ein bisschen in die Brüche gegangen. Ja, aber mein persönlicher Favorit, Michi, das wäre ein Exot, einer, der vielleicht die Schweizer Liga nicht mehr so gut kennt. Dafür der FCL umso besser. Und das ist der Christian Brandt. Jetzt Co-Trainer bei Werder Bremen. Hat ziemlich erfolgreich geschafft in der Jugend von Bremen. Und ja, es wäre vielleicht einmal so eine Überlegung wert. Jetzt mal schauen, was da uns in den nächsten Tagen erwartet. Es wird sicher vielfach spannend, oder? Ja, unbestritten, Raffi. Wieder mal spannende Tage in der Vorweihnachtszeit. Wir können es auch anders sein beim FCL. Vorweihnachtszeit ist immer Halligalli-Zeit beim FC Luzern. Sind wir uns ja nicht anders gewöhnt. Ja, aber ja, ich denke, da sind wir, wie du gesagt hast, gespannt. Mehr als zuschauen und dabei sein können wir gar nicht, Raffi. Was wir einfach müssen hoffen, ist einfach, dass es egal, wer das Ruder kommt, wirklich den Kurs kann umreissen und den FCL wieder ins sicheres Wasser führen in dieser Saison. Dass wir möglichst bald aus dem Tabellenkeller unten draussen sind und ja, nicht wieder bis weit gegen das Saisonende müssen um einen Abstieg zittern. Und ja, dann ist schon vieles gut, nach meiner Meinung. Ja, ich denke, das siehst du auch so. Ja, jetzt erzählt euch mal ihr, was sind so eure Favoriten auf den Trainerposten vielleicht? Und ja, wie gesagt, wir entspannen die Tage. Wir hoffen, es geht wieder bergauf so schnell als möglich beim FCL. Drücken ganz fest den Daumen. Ich kann es an dieser Stelle nur sagen, Hoppo 10. Und ja, bis zum nächsten Spiel. Tschüss zusammen, ciao miteinander.